Grüß Gott. Das Video fällt mir nicht so leicht, beziehungsweise generell das Video drehen fällt mir in letzter Zeit nicht leicht, aber okay. Ich weiß nicht, ob ihr das ja mitbekommen habt, dass ja meine Mama heute vor 2 Monaten verstorben ist. Deswegen, ja, und das Video macht es noch schwieriger, weil, ja, wir immer gemeinsam gegessen haben. Ja, ich probiere es trotzdem, ohne einen Nervenzusammenbruch zu bekommen. Ja, das Video ist wirklich nicht leicht für mich. Ich suche gerade nur die Bilder raus. Also das Video ist echt nicht leicht für mich. Ich versuche so gut wie möglich nicht runterzurattern. Ja, fangen wir am besten mal an. Ich weiß, das kommt ein bisschen komisch rüber, das Video, aber ich... Ja, habe sowieso keine Ahnung, wie ich normal weitermachen soll, Videos zu drehen. Zumindest im Alltag geht's, aber Video drehen fällt mir ein bisschen schwer. Ich weiß auch nicht, wieso. Warum mir gerade das so schwer fällt, weiß ich nicht, aber ja. Fangen wir mal an mit dem ersten Bild. Pizza. Das war wieder die ich so gern isst bei dem einen Restaurant, wo ich urgern hingehe. Da war ich aber schon lange jetzt nicht mehr wegen dem ganzen Corona-Trick und so. Als nächstes haben wir Reis, Fleisch und Gemüse. Das habe ich sogar selber gemacht. Das habe ich so zusammengewürfelt, was ich weiß. Boah, meine Haare schon so scheiße aus. Ja, als nächstes haben wir Pommes mit Speck von Mackie. Warum ich nur das habe, weiß ich nicht. Da haben wir nämlich noch mehr gegessen und wir haben sich so fürchterlich aufgeregt über die Pommes, weil die falsch gekommen sind, weil mein Papa die mitgenommen hat. Als nächstes Leberkäse mit Kartoffelsalat und Gurkensalat, oder? Na, aber da ist ja kein Kartoffelsalat dabei. Warum habe ich Kartoffelsalat aufgeschrieben? Da ist kein Kartoffelsalat dabei, wie ihr auf dem Video seht. Da ist ein Gurkensalat dabei und Kartoffeln. Ich habe das nur falsch, glaube ich, aufgeschrieben. So, als nächstes haben wir die Mini-Pizzen, nach denen war ich im Jänner und Februar, glaube ich, voll süchtig. Danach haben wir stehen Ebi. Das lassen wir auch so stehen, glaube ich. Ich sage ja, die letzten paar Monate will ich mich an Sachen gar nicht erinnern. Also ist das Video wirklich nicht leicht für mich. Dann kommt wieder Maggie, da waren wir, also da war der Roman, die Lin und ich unterwegs. Da waren wir sogar in Linz unterwegs, da gibt es sogar einen... Video auf meinem anderen Kanal. Dann steht der Kaffee und Kuchen. Das war auch wie ich zu dritt unterwegs war mit Roman und Lin. Weil da waren wir in Linz in so einem Einkaufszentrum und da waren wir Kaffee und Kuchen mampfen und trinken. Dann steht der Ente mit Gemüse und Reis. Danach waren wir nämlich noch in Korneuburg essen. War das in Korneuburg? Nein, Langenzersdorf. So, in einem Restaurant essen. Ja. Dann steht hier Sachertorte, weil ja mein Bruder im Jänner Geburtstag hatte. Wieder Maggie, ach du Schande. Ich weiß auch gar nicht, mit wem ich da ehrlich gesagt war. Na, das war zu Hause. Das war zu Hause mit Mama, Papa, David und ich. Ja. Dann Suppe, Grießnockerl. Da war ich nämlich auf einer Schulung von Cadea Vera und das Essen war so lecker. Da gab es vorher eine Suppe, die man sich nehmen konnte und danach habe ich mir sowas selber zusammengestellt. Einen Salat und ich weiß gar nicht, was das andere war. Ich sehe das hier auf dem Foto daneben an. Ja, also Kartoffeln mit Gemüse und Fleisch und so, das war voll lecker. Sag mal, du hast mich erschrocken. Ja, im Februar haben wir die Schokolade, kennst du diese Meeresfrüchte, jetzt hier auf dem Foto, die hat mein Papa nämlich mitgebracht und dann haben wir alle die zusammen gegessen, meine Mama, mein Bruder, mein Papa und ich, war urschön. Ich sage ja, das Video ist wirklich nicht leicht für mich. Das ist wirklich nicht leicht. Dann habe ich hier Salat stehen, weil ich im Februar wieder öfter Salat gegessen habe, was mich eh wundert. Dann habe ich hier stehen Pizza, schon wieder, danach wieder Pizza. Ich glaube, da war ich mit einer Freundin essen. Danach habe ich stehen Gnocchi mit Carbonara. Da war ich auch mit einer Freundin essen, das weiß ich noch. Dann steht hier Torte Aida. Das war auf jeden Fall mit der Tanja. Da brauche ich gar nicht schauen. Das war fix mit der Tanja. Dann steht hier Torte Lugner City. Und da war ich, glaube ich, mit der Lin Nägel machen. Ich hoffe, ich rate das jetzt nicht zu schnell runter. Das sehe ich dann eben beim Schneiden. Dann steht hier Saftflasche. Das macht mein Bruder immer. Letztens hat er es vor kurzem wieder gemacht. Dann wieder von der Schulung. Da waren wir auf einer Yves Saint Laurent, glaube ich. Armani. Ja, Yves Saint Laurent und Armani Schulung.
Das war die letzte Schulung, auf die wir gehen konnten, weil ja dann das mit dem Corona war. Da war das Essen so lecker. Ich habe leider nur, glaube ich, die Süßspeisen fotografiert. Und auch nicht alle, weil ich glaube, da fehlt mir ein Foto und ich habe vergessen, dass... Aber egal, das waren so Schokokuchen, die waren alle so lecker. Ich bin richtig verliebt gewesen in die Mehlspeisen. Ihr wisst ja, ich bin ja so ein Kuchen-Junkie, deswegen... Ja, dann steht hier Salat mit Ei. Das habe ich auch voll gerne in letzter Zeit gegessen. Also beziehungsweise im Februar extrem. Und beziehungsweise immer, wenn so Ostern, kurz vor Ostern, esse ich immer so gern einen Salat mit Ei. Weil ich bin zu faul, mir die Eier zu kochen, sage ich euch ganz ehrlich. Ich bin viel zu faul. Deswegen mache ich das immer dann, wenn die Osterzeit ist, wenn man da die gekochten Eier kaufen kann. Obwohl man ja so auch gekochte Eier kaufen kann. Aber da komme ich mir ein bisschen doof vor, wenn ich das so mache. Aber egal. Dann wieder... Torte? Mozart-Torte? Ich weiß gar nicht, wo das war. Ich habe keine Ahnung, wo das war. Ah, ich weiß schon wieder. Da war ich mit einer Freundin nach der Arbeit, glaube ich, waren wir da. Spontan Kaffee und Kuchen futtern, trinken. Schon wieder Wortkotze. Und da haben wir sie spontan getroffen. Danach seht ihr Sperrrips und ich liebe diese Sperrrips. Und heute gehen wir auch wieder essen und ich hoffe, dass ich die essen kann. Ich habe schon ewig keine Sperrrips mehr gegessen. Dann steht hier wieder Kaffee. Ich glaube, da war ich mit der Min unterwegs. Da waren wir im Donauzentrum. Ja, da waren wir im Donauzentrum. Es war urlustig. Dann habe ich ein Frühstück stehen. Müsli mit Banane. Weil ich oft in letzter Zeit versucht habe... ausgewogen in der Früh zu essen, damit ich am Abend nicht mehr so viel esse, was ich wieder aufgehört habe, was ich wieder machen sollte. Dann steht hier Fleisch mit Spinat, Käse, Tomaten. Ja, das habe ich gemacht. Meiner Mom hat es nicht so gut geschmeckt, weil das Fleisch ist nicht so durch worden. Sie hat mir auch den Tipp gegeben noch, dass ich das Fleisch vielleicht anbraten soll und dann in den Ofen geben soll mit Tomaten und so. Vielleicht mache ich das noch. Sie kann es zwar jetzt leider nicht mehr probieren, aber... Ja, aber ich könnte es probieren, so wie sie es gesagt hat. Und am Schluss steht dann noch Ente, wo ich kein Foto habe. Wieso habe ich da kein Bild, wenn ich es da stehen habe? Naja, egal. Kommen wir zum März. Da steht portugiesisches Hühnchen. Ich muss aufhören, mir dauernd ins Gesicht zu fassen, weil ich mein Make-up dann auf den Fingernägeln kleben habe. So. Portugiesisches Hühnchen steht da. Das macht mein Bruder wohl gerne. Und das ist auch mega, mega lecker. Ich habe es letztens mit Knödel haben wollen. Und ich glaube, da hatten wir es auch endlich mit Knödel. Ich glaube, das habe ich euch in den anderen Food-Tagebüchern auch schon erzählt, dass ich das jedes Mal mit Knödel haben wollte. Und ich glaube, das war das erste Mal, wo wir Knödel dabei hatten. Dann steht hier Mini-Pizzen. Ich muss immer auf den Computer schauen. Tut mir leid, weil ich das schon ewig, weil es halt schon sehr lang her ist, wo das... Bitte, ich streichel dich doch eh. Gib eine Ruhe, Sparky. Ist schon wieder so schlimm. Dann steht hier Mini-Pizzen, die ich ja, wo ich eine extreme Phase gehabt habe davon. Dann Pizza. Man merkt ja ein Beuteschema. Dann stehen hier Pralinen, weil die habe ich geschenkt bekommen von meinem Papa zum Geburtstag. Die waren nur lecker. Sieht man auch auf dem Foto. Dann steht Getränk Korea. Ah ja, ja, ja. Da war ich mit der Vivi koreanisch essen. Da habe ich ja nämlich Geburtstag gehabt und sie hat mich eingeladen zum Essen. Und da hat sie mir gezeigt, dass wir so ein Getränk... nehmen sollen, weil das voll, voll lecker war. Das war voll lecker. Und das Essen danach war ja auch mega. Und ich hoffe, dass die Vivi und ich, scheiß Haare, dass die Vivi und ich sich bald wieder sehen, dass wir wieder koreanisch essen gehen können, weil das war so lecker. Dann steht der Tee Plus. Ich hoffe, das spreche ich überhaupt richtig aus. Das ist so ein Tee, den sieht man dauernd auf Instagram. Zumindest bei den Österreichern sieht man den, beziehungsweise Wienern sieht man den dauernd auf Instagram. Ich hab den unbedingt haben wollen und die Vivi kannte den Laden und hat mir gesagt, okay, dann gehen wir dorthin. Der war auch echt gut, nur diese Bubble Tea Dinger fand ich unten jetzt nicht so berauschend. Die haben auch leider keine anderen Kugeln, die haben eben nur diese schwarzen. Aber so war der Tee echt gut. Dann am nächsten Tag, glaube ich, war das gleich, da war ich mit der Tanja essen beim Ebi. Ich kann mich an den Tag noch voll gut erinnern, da waren wir nämlich voll gefressen an dem Tag und waren danach noch in einer Disco, das war voll lustig. Dann steht hier Gnocchi mit Spinat, da war ich aber glaube ich auch essen. Ja, da war ich mit der Min essen in der Lugner City, weil da war ich Nägel machen und danach waren wir essen. Da haben wir den nämlich noch eine Nachspeise gefuttert und ich war da extrem voll und mich konnte man nach Hause rollen. Da haben wir noch Nussballer hinten gegessen, boah. Dann steht hier Lindschoko, die habe ich von meinen
Mädels in der Arbeit so ein Geburtstag geschenkt bekommen. Die hat auch nicht lange überlebt. Nein. Dann steht ihr Kuchen, welcher dauernd von meinen Kunden Kuchen geschenkt bekommen. Habe ich wieder einen bekommen gehabt und der war auch gut. Der war auch extrem gut. Aber ich habe den ganzen nicht geschafft, weil das war mir viel zu viel, weil der so süß war. Dann steht hier wieder Salat mit Ei. Den esse ich, wie gesagt, im Februar und März urhäufig. Und Pizza, David. Oh, warte mal. Zuerst steht da noch Pizza selbst gemacht, weil ich eine Phase gehabt habe, wo ich die Pizza selber gemacht habe. Da hat einmal meine Mama auch gesagt, da erinnere ich mich noch ganz gut dran. Da habe ich extra die Sachen gekauft, weil ich eigentlich was anderes kochen wollte, aber ich habe so Bock auf die Pizza gehabt. Und meine Mama ist so im Bett gesessen und hat gesagt, kannst du vielleicht nochmal die Pizza machen? Und sie hat Glück gehabt, dass ich da gerade die Sachen gekauft habe. Dann habe ich noch eine gemacht und habe es mit ihr und mit meinem Papa teilt. Ja, ich sage, das Video ist echt nicht leicht für mich. Und heute ist auch noch genau 2 Monate her, wo sie nicht mehr da ist. Und das ist ein bisschen... Es ist sehr heftig, Leute. Ich schwöre es euch. Dann habt ihr noch ein Foto, wo ihr eine Pizza noch sitzt, die hat mein Bruder mitgeteilt. Der hat so eine weiche, mein Papa kauft so weiche Pizzen vom Hofer oder so. Und mein Bruder belegt sich die dann noch was, also gibt da noch was drauf und dann... Was ist da schlecht? Ich nur stimmt mit meinem Hund heute nicht. Was ist heute mit dir? Und die hat er selber belegt und hat mir 3 Stücke zum Kosten gegeben. War auch extrem gut. War auch wirklich extrem gut. Ja, ich hab's geschafft. Ja, das war wirklich nicht leicht. Auch April wird nicht leicht werden. Also wenn ich euch die April-Sachen zeige. Auch das Zusammenschreiben war echt schlimm für mich, weil halt das alles noch mich an meine Mama erinnert und das ist halt ein bisschen heftig. Ich glaube, das Spooky spürt das auch von mir heute und deswegen geht es ihm auch heute nicht so ganz prickelnd, gell? Ja. Es ist halt wirklich nicht leicht und deswegen habe ich auch mich nicht traut, Videos zu drehen, weil ich genau, ich meine, ich komme eigentlich eh gut, gut ist ein bisschen übertrieben. Ich schaff's schon gut, besser als ich dachte, aber es ist halt echt heftig. Es ist wirklich heftig und für uns alle nicht leicht und ja. Ja, aber reden wir lieber über was Positives. Das heißt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und das heißt, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!